Und vor den Toren des Ork-Lagers sind wir zurück bei The Book of Unwritten Tales. Und als der Kapuzenmann, endlich ist das Geheimnis gelüftet um ihn, machen wir uns jetzt auf, mal die Gegend zu erkunden, was es denn so Neues gibt. Ist die Gruft etwa zu? Das kann ja nicht wahr sein. Das Tor ist zu. Das Tor zur Gruft ist mit einer schweren Kette gesichert. Da hat jemand den Laden dicht gemacht. Der Eingang ist verriegelt. Und es sieht nicht so aus, als käme ich hier ohne Schlüssel weiter. Toll. Na, komm mal hier hin. Mal ein bisschen schneller. Ach, gucke an, wer da steht. Hi, ich bin's, Nate. Ah, mein Freund. Ein, interessantes Outfit. Der Mann von heute ist metrosexuell. Okay, was kann ich für dich tun? Also, du scheinst es dir, warum bist du, ich suche ein spezielles Brett, hast du zufällig Knochenbogen? Ist das Leben nicht hart? Ach, geht so. Seit der Paladin weg ist, lässt es sich gut aushalten. Freundlicherweise hat er mir auch seinen ganzen Krempel dagelassen. Er wird es dir gönnen. Warum ist das Tor zur Gruft mit einer Kette verriegelt? Es ist niemand zu Hause. Wo sind denn unsere Turteltauben? Auf Hochzeitsreise werden die alten Knochen ordentlich klappern lassen. Kannst du mir den Schlüssel geben? Was willst du denn in der Gruft? Mir alle Gegenstände nacheinander anschauen und alles mitnehmen, was ich tragen kann. Das kannst du auch hier draußen. Und ich glaube auch nicht, dass du in der Gruft etwas finden wirst, was dir weiterhilft. Doch, vielleicht schon. Ich brauche ein ganz bestimmtes Brett. Ja? Wie lang und dick soll's denn sein? Darauf kommt's nicht an. Es muss im Jahre 1784 in einem Chateau namens Latif oder so ähnlich verbaut worden sein. Du bist ein seltsamer Mensch. In einer seltsamen Welt. Die einzigen alten Bretter hier in der Gegend stammen von Särgen. In der Gruft? Nein, die Sarkophage sind aus Stein. Versuch's auf dem Friedhof. Großartig. Der davor sich befindet. Du kennst dich doch mit Knochen aus. Hast du zufällig einen Knochenbogen? Ich? Nein. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass du hier einen findest. Ich weiß zufällig ganz genau, dass ich einen finden werde. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Ja, der Friedhof, das ist der doch hier. Ach, herrje. Müssen wir jetzt hier jedes einzelne Grab angucken? Bonker, Level 70 Krieger. Mehr Heilung. Gestorben 1804. Das kann der lesen. Tarakas, Level 68 Paladin. Und Pull. Gestorben 1720. Der Narr hat die Gruft verriegelt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich da drin weiterkommen würde. Flips, Level 60 Magier. Wie? Agro? Gestorben 1812. Agro. Gut, also bringt es uns nicht wirklich weiter. Hi. Oh, hallo. Ich glaube, auf dem Friedhof gibt es niemanden, der im Jahre 1784 gestorben ist. Glaubst du wirklich, irgendjemand erkennt den Unterschied zwischen einem Brett aus dem Jahre 1784 oder irgendeinem anderen Brett? Ich habe es mit Experten zu tun. Ach was, nimm doch einfach das Brett da und... Das ist das Brett. Hä? Das ist... Diese kleinen Mistviecher. Danke. Viel Spaß noch. Bis später, mein Freund. Es ist einfach irgendein Brett. Stinknormales Brett, genau. Die haben mich verarscht. Es ist ein x-beliebiges Brett, aber diese eingebildeten Krabbelviecher werden mir erneut abnehmen, dass es ein Chateau-Dings da ist. Ich sollte es dorthin legen, wo ich es finden kann. Ja, das hatten wir schon. Was ist mit dem Tipi? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist der immer noch high? Oh, der sieht aber irgendwie traurig aus. Der Schamane sieht ganz schön fertig aus. Ja. Vielleicht hat er was Schlechtes geraucht. Moin. Au. Nicht so laut. Kater?
Ich werde nie wieder Drogen anfassen. Was willst du? Ist ja vielleicht besser so. Und wie war deine Geistreise? Hast du nette Leute getroffen? Frag lieber nicht. An meinen Pilzen kann es nicht gelegen haben. Ich glaube, ich bin einfach zu alt für diese Dinge. Psst! Weißt du nicht, was mit alten Bullen passiert? Stichwort Wurstplatte. Willst du mich gar nicht nach meiner Verkleidung fragen? Was für eine Verkleidung? Vielleicht solltest du dir noch ein kleines Nickerchen gönnen. Heißt das, ich schlafe nicht? Oh mein Gott. Kennst du dich mit Pfeil und Bogen aus? Eigentlich nicht. Aber ich muss einen Knochenbogen finden. Einen Bogen? Aus Tierknochen? Aus Hirschgeweih, nicht von edleren Tieren wie Rindviechern. Ich besitze das Geweih eines Hirschs. Und was willst du dafür? Feuerwasser könnte ich brauchen. Feuerwasser? Du bist gerade runter von den Drogen und schon willst du dir Feuerwasser reindröhnen? Wovon redest du? Feuerwasser ist flüssiges Feuer. Mit ein paar Tropfen kann ich morgens mein Lagerfeuer anzünden. Ach so. Okay. Wie Feuer, was? Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. Wie will er denn jetzt? Wieso können wir den Topf immer noch anklicken? Das Wasser im Topf hat angefangen, vor sich hin zu köcheln. Oh. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, denn... jawohl. Kochen die Socken, dann werden sie kleiner. Mal sehen, wie den billigen Socken eine kochend heiße Wäsche gefällt. Hahaha, die Kochwäsche, die gute alte Kochwäsche bei 90 Grad. Heiß! Sie sind eingelaufen. Na, sehr schön. Karte. Wo? Oh Gott. Wieso habe ich denn jetzt diese ganzen... Oh, ich kann hier überall wieder hin. Das verheißt nichts Gutes. Feuerwasser. Hallo. Der toll animierte Drache. Hast du Angst? Das hatten wir alle schon. Wie bitte? Ich bin's, Nate. Oh, hallo. Was ist aus deinem Kriegerset geworden? Das ist eine lange Geschichte. Lass dich bei deinen Studien nicht stören. Okay. Wie kriege ich jetzt Feuerwasser? Na, meine Süße, was gibt's Neues? Nicht viel. Ich lese immer noch fleißig. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht furchteinflößender geworden. Das wird schon. Vielleicht fehlt dir auch einfach die praktische Erfahrung. Das könnte sein. Aber ohne eine solide theoretische Grundlage will ich lieber noch keinen Schrecken verbreiten. Wie du meinst. Ich störe dich nicht weiter. Mach's gut. Halt! Was war das? Ein Haufen Kupferkessel. Einer schöner als der andere. Daher kommen die also. Das hier ist der schönste. Den werde ich mit auf die Mary nehmen. Der hat jetzt den ganzen... Ein Haufen Kupferkessel. Einer schöner als der andere. Ah, jetzt weiß ich auch, woher der Krämer auf einmal seine ganzen Kupferkessel bekommen hat. Kann ich die vielleicht mit Feuerwasser... Nein, kann ich nicht. Nein. Der Ofen ist immer noch heiß, aber meine Schmiedekarriere habe ich hinter mir. Na dann. Zu denen kann ich wohl. Ach ja, die müssten ja immer noch da unten liegen, oder? Theoretischerweise. Ja, sie liegen immer noch da unten. Mal sehen, ob der Schrank etwas zu bieten hat, was ich vorhin noch nicht gebraucht habe. Na. Der gleiche Krempel wie vorhin. Aber? Außer, was ist das? Eine kleine Schachtel. Zloffs Zahnseide, Finger weg, steht da drauf.
Zahnseide ist gut. Das ist eine Sehne von irgendeinem Tier, über einen Meter lang und reißfest. Mhm. Kriege ich hier mein Feuerwasser vielleicht? Allzu lange wird es nicht mehr brennen, aber momentan macht es noch gut Wärme. Was soll mir das sagen? Aha. Ich habe kaum die Zeit, hier grundlos Ballons steigen zu lassen. Ah, okay. Daran könnte ich dann vielleicht den Bums dran machen. Das ist der schönste, der Kupp. Na. Wahrscheinlich das Kästchen in den Ballon oder hier unten in den Kessel. Und ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir dann den dann da steigen lassen. Aber Moment. Ich habe hier gesehen. Nein, doch nicht. Schade. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Wusa! Stimmt ja. Na gut, dann legen wir jetzt erstmal die Sachen, die wir haben, schon mal bereit für unser anderes Ich. Hänge das Maßband an die Tafel. Das sollte mich nach vorne bringen. So. Dem Krämer gebe ich die Kessel noch nicht. Aber das Brett können wir hier schon mal hinlegen. Ich lege noch einen Zettel daneben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein altes Ich keine Ahnung von Brettern hat. Ja, das kennen wir ja. Jetzt müsste Nate hier reinkommen. Jawohl. Entschuldigung. Ist doch nicht wahr. Was ist, wenn ich dem Krämer jetzt die... Nein. Okay, ihm kann ich das noch nicht geben. Aber jetzt habe ich auf jeden Hallo? Fall schon mal... Ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Ach, das wird witzig. Wir sind bereit. Der Krämer sitzt jetzt schon da. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen! Hab ich nicht? Du hast ja keine Ahnung. Als nächstes steht das Bogenschießen an. Dafür hat der Kuttenträger, also ich, Nate, also mir, den Knochenbogen besorgt. Wieso steht er denn jetzt davor? Eine über einen Meter lange Sehne. Wenn ich mich nicht sehr täusche, habe ich sie das letzte Mal an einem Knochenbogen gesehen. Ja. Also brauche ich jetzt nur noch einen Bogen. So, dem Krämer kann ich ihm die jetzt... Hallo? Ah, okay. Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht so etwas? Nein, aber ich kann dir einen besorgen. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 97 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Ach, warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Hast du vielleicht 97 Kupferkessel? Was? Aber wieso denn? Na dann... Ist doch nicht wahr. Waren das nicht 98? Alles klar, ich hab's ihm gesagt. Gut, ich besorge dir den Bogen. Hast du zufällig auch noch eine Idee, wie ich Massas dazu bringen kann, nicht jedes Mal ins Schwarze zu treffen? Das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial, damit tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du sowas wie ein Wahrsager?
Toll. Wo kriege ich jetzt? Okay. Karte, dahin. Fragen wir doch nochmal hier den Anführer. Hallo. Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Was mit ihm hier? Ach nee, der braucht ja... Ja, ja. Der ist ja noch am Schlafen hier. Ach so, Moment. Ach klar, natürlich. Ich muss doch dem Krämer die Kupferkessel geben. Ich Trottel. Ja, ja, klar. Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Die brauche ich. Aber mir kommt die Sache verdächtig vor. Sie wussten doch, dass ich Kessel brauche, oder? Es ist mein Job, alles zu wissen. Also gut. Hier. Hier ist die Flasche Feuerwasser. Aber sehr vorsichtig. Sie ist wertvoll. Na, siehste mal. Ach, jetzt kann ich das wieder nicht anklicken. Ist da nicht, wahr? Komm, Nate. Warum funktioniert das denn nie? So, jetzt das mit ihm hier. Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum? Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Gib schon her. Hier, hast du das Geweih. Danke. Nicht so laut. Freunde, und wir haben jetzt, glaube ich, fast alles, was wir brauchen, jetzt hier einen großen Schritt weiterzukommen. Aber das erst im nächsten Teil. Denn der hier ist verrückt. Bis dahin also, NRW bei 18, adieu.